ich würde sagen, der Teil, der zuletzt umgezogene Teil, ist nun auch abgegrast. Das heißt, ich werde das Außen, den Garten sozusagen, nochmal umziehen. Da sehe ich nämlich ganz viel satte Wiese. Habe bislang neben Heringen auch mit so Holzblöcken gearbeitet, dass die unten das abschließen. Aber ja, um es insgesamt einfach ein bisschen stabiler zu machen, habe ich noch ein paar Heringe versorgt. So, hier stand vorher der Pool, aber hier zeigt sich ja noch üppig bewachsene Wiese. Das heißt, ich werde da, glaube ich, da hinten links hier so die Ecke angehen. Ein Hoch auf wiederverwendbare Kabelbinder an dieser Stelle. So, also hier ist jetzt der neue Startpunkt und es hat sich als sinnvoll herausgestellt, dass ich da, wo letztendlich der Endpunkt ist, also da hinten an der anderen Seite, da das Ende des Zauns anbringe und den Rest dann eben möglichst passend verteile. Die Einstiegsleiter darf natürlich auch nicht fehlen. Es wird so langsam. Nun befinde ich mich in dem Gehege und nun werden Heringe angebracht. Ich habe jetzt wirklich sehr engmaschig die Heringe reingekloppt und ich hatte ein 50er Paket, das ist jetzt allen Ernstes schon aufgebraucht. Das heißt, hier und da werde ich improvisieren, aber kriege ich schon hin. Im Notfall nehme ich hier ein paar weg und gleiche das wieder mit den Balken und mit anderen Dingen aus. Hatte doch noch 4 Heringe gefunden, ansonsten mit Steinplatten und Balken fixiert. Das wird eventuell noch ein bisschen nachjustiert und jetzt werden die Pforten geöffnet. So, hier werde ich jetzt eine kleine Öffnung reinschneiden, die ich dann eben auch, wenn die Tiere abends oder wenn ich nicht da bin, wieder reinkommen, die ich dann auch wieder zuflicken werde. Ja, der Mehrwert dieses direkt zugänglichen Außenbereichs überwiegt, glaube ich, eindeutig der Tatsache, dass dann da ein kleines Löchlein reingeschnitten ist. Weil ob der Draht so ist, wie er ist, oder ob er zugeflickt ist, bietet den gleichen Schutz oder eben auch nicht. Also das ist kein Unterschied aus meiner Sicht und der Mehrwert ist einfach enorm. Und es ist vollbracht. Eine süße kleine Tür ist geschaffen. Ich habe mir sowieso überlegt, je nachdem, wenn es hier dann irgendwie so typische Öffnungen gibt für das ein oder andere Rasenstück, dass man da vielleicht wirklich sowas wie eine kleine Tür einbauen kann. Das wäre dann der nächste große Schritt oder weitere Schritt. Jetzt werde ich da unten noch was drüber legen, wenn der Zaun da so ein bisschen, der Draht ein bisschen pieksig ist, dass sie sich da nicht wehtun und mal gucken, wie sie generell durchpassen. Ich habe mir jetzt gerade mal Gras hingeworfen, um auf die Öffnung aufmerksam zu machen und bin doch sehr gespannt. Also vorher habe ich so ein Holzbrett runtergelegt. Ach nee, Olaf hat es gemerkt und betritt als erster den Grund des neuen Gartens. Ich werde mich jetzt mal zurückziehen und bin ganz gespannt, wann die ersten Kaninchen rauskommen, beziehungsweise wann sich die Gruppe hier draußen eingefunden hat. Das sieht auch wieder richtig saftig, grün und üppig aus. Und falls ich es noch nicht gesagt habe, natürlich habe ich das schon, aber ich bin wirklich absolut begeistert von dieser neuen und so naheliegenden Möglichkeit, hier den Garten Stück für Stück zu nutzen. Und die Tiere haben dadurch nochmal so eine Steigerung ihrer Lebensqualität. Und mir macht es auch einfach nur richtig viel Freude und Spaß. Danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hier nochmal der Blick vom Balkon. Denn Üsi ist draußen, Elisabeth ist draußen, denn Üsiline ist draußen, ein paar Meerschweinchen. Das ging ja schnell. Und auch nur nochmal im Sinne der Fakten. Für diesen kompletten Umzug und Absicherung und so weiter und so fort habe ich jetzt alleine ca. 1,5 Stunden gebraucht. Ja, aber macht Spaß, ist eine nette Beschäftigung in der frischen Luft und jetzt können sie da erstmal wieder abgrasen.